Hallo meine lieben Freunde, euer Paralleg ist wieder am Start und damit ganz herzlich willkommen zurück zu Let's Play Jack 2. Hurra! Ja, wir sind hier das letzte Mal stehen geblieben, nachdem wir aus dem Gefängnis, in dem Jack 2 Jahre lang gefangen war, ausgebrochen sind und für einen Typen namens Thorn auf diesem, da oben war nämlich ein großer Turm, der allerdings zusammengebrochen ist, weil wir da oben die eine Flagge für Thorn holen mussten. Den Typen, den wir letztes Mal getroffen haben. So, eigentlich sollen wir zurück zur Stadt, aber ich sammle jetzt hier noch... Töte die jetzt noch und sammle hier noch das dunkle Echo, denn das kann man immer gebrauchen. Hat mich ja schon in einem... in einem Jack und Dexter Part angesprochen. Ich glaube, es war Part 6. Bin mir nicht sicher. Auf jeden Fall, als wir das Orakel im Felsdorf die Energiezellen abgekauft haben, hat es ja davon geredet. Ich zitiere mal. Ich glaube, es hat gesagt: Hütet euch vor dem dunklen Licht, denn es birgt ein schlimmes Schicksal für einen von euch. Und irgendwie glaube ich, dass es eine Anspielung auf den zweiten Teil ist. Also war vermutlich damals schon, als Jack 1 rausgekommen ist, schon Jack 2 in Planung. Weil ich gehe mal ziemlich stark davon aus, dass das dunkle Echo mit dem dunklen Licht gemeint war und dass das schlimme Schicksal das war, was jetzt halt mit Jack passiert ist. Ich bin dabei, Dexter, reg dich ab. Aber egal, genug von der Vergangenheit, wir sind jetzt hier in Jack 2 und nicht mehr in Jack 1. Ja, willkommen zurück, dankeschön. So, gucken wir auf die Karte. Das Schwert ist da hinten, also müssen wir zu Thorn. So, nehmen wir uns wieder einen schönen Zoomer. So, nebenbei angemerkt sind die Geräusche, die Zoomer hier machen, um einiges angenehmer als in Jack 1. Da war es ja echt furchtbar, was man sich da teilweise anhören musste. Aber ich habe das ja schon teilweise so geregelt, dass ich dann die Sounds runtergestellt habe, wenn wir mit dem Zoomer gefahren sind. Hier ist es allerdings nicht nötig, hier ist es ein schön leises Brummen und das kann man doch schön laufen lassen. Gut, dann gehen wir mal zu Thorn, ins Versteck. Es geht, Thorn. Wow, ein großer Held zu sein, macht ganz schön durstig. Das Wasser abgedreht. Er ist bereit, unschuldige Leben zu opfern, nur um den Untergrund zu zerstören. Sollte mich nicht überraschen. Ich habe seine Bosheit schon erkannt, als ich noch in der Crimson Garde war. Deswegen habe ich aufgehört. Du warst in der Crimson Garde? Na, das erklärt doch deinen ausgeprägten Sinn für Humor. Mein Freund in der Garde sagt, das Ventil, um das Wasser wieder aufzudrehen, befindet sich außerhalb der Stadt an der Pumpstation. Außerhalb der Stadt? Und was ist mit den Sicherheitswänden? Was ist mit den Metallschädeln? Ist doch kein Streichelzoo da draußen. Die bringen uns bestimmt um. Such das große Abwasserrohr in der Nordwand. Das führt euch aus der Stadt raus zur Pumpstation. Such das Hauptventil und öffnet es. Wenn ihr überlebt, stehen die Slums in eurer Schuld. Wenn nicht, legen wir vielleicht eine rührende Schweigeminute für euch ein. Na, der kriegt von mir gleich was Rührendes. Jo. Dann müssen wir uns jetzt also zur Pumpstation begeben und für den gesamten Stadtteil hier also das Wasser wieder aufdrehen. Dann begeben wir uns doch mal dorthin. Das ist das X da auf der Karte. Ja, merkt man schon, habe ich ja schon... Boah, das war knapp. Merkt man ja schon, das hatte ich ja schon im ersten Part angesprochen. Dass das Spiel wirklich... erschreckend viele Ähnlichkeiten mit GTA hat. Wobei ich mir auch bis heute immer noch nicht sicher bin, ob ich das jetzt gut oder schlecht finden soll. Aber egal. Wow. Okay. Aber egal, wir spielen hier ja nicht GTA. Wir spielen Jack. Jack 2, um genau zu sein. Und da wollen wir keine GTA-Rückschlüsse ziehen. Kann sein, dass ich mich damit richtig unbeliebt mache, aber ich mag GTA überhaupt nicht.
Ich mag eher solche Spiele, so Jump'n'Run mit Comedy, was Spaß macht zu spielen. Und es gefällt mir einfach mehr als dieses, keine Ahnung, plumpe durch die Stadt laufen. Okay, das mache ich hier eigentlich auch. Aber, keine Ahnung, aua. Hier ist es angenehmer als in GTA. Ist auch egal. GTA hat mit dem Spiel vom Prinzip her gar nichts zu tun. Aber es hat nun mal leider sehr viele Ähnlichkeiten damit. So, und hier haben wir Metallschädel. Gut beobachtet, Dexter. Das sind jetzt quasi die Lurker aus dem Spiel. Also, Lurker werden wir jetzt nicht mehr sehen. Ab jetzt gibt es nur noch Metallschädel und die lassen solche komischen Teile fallen, die sich Schädelsteine nennen. Mit denen können wir auch noch was anfangen, aber... Oh, wir haben den dunklen Jack. Okay, perfekt. Mit denen lässt sich auch noch was anfangen. Hier übrigens noch ein Orb. Aber jetzt noch nicht. Dafür müssen wir erstmal noch ein paar sammeln. So, hier ist noch ein Orb. Also wie gesagt, keine 100%, aber die Orbs, die ich kenne, die nehme ich natürlich auch mit. Kann sein, dass dann der ein oder andere dabei ist, der sich das dann anguckt und so denkt, hey, den Orb habe ich noch nicht, den nehme ich mal mit. Kann ja sein. Und hier in der Pumpstation gibt es auch tatsächlich ziemlich viele von diesen Orbs. So, hier hinten ist auch noch einer. Und auf dieser Insel da ist auch noch einer. Die anderen kann man übrigens nicht erreichen, dann... Es passiert zwar nicht das gleiche wie in Jack 1, wo... Das habe ich übrigens nie gezeigt, wenn man in Jack 1... Ich habe es mal angesprochen. Wenn man in Jack 1 zu weit rausschwimmt, dann kommt dieses komische Herzklopfgeräusch. Und dann taucht halt so ein komischer Lurker-Hai auf und frisst einen dann auf. Hier passiert sowas ähnliches, nur dass kein Lurker-Hai auftaucht, sondern so eine komische Drohne, die einen dann abschießt. Ja, ist auch nicht so fresh. So, wenn man dann hier hinten noch ein bisschen lang geht. Hier soll man eigentlich noch gar nicht sein, weil hier kommt man eigentlich erst später hin. Aber Jack denkt sich so, nö, ich gehe einfach mal jetzt schon hin. Aber egal. Das ist ja im Großen und Ganzen ein offenes Gebiet, was man ja eigentlich erkunden kann. Nur, es tun sich dann mehrere Wege auf, wenn man hier dann später nochmal hinkommt. Später, wenn man storybedingt nochmal hier hinkommt, dann fahren sich diese Röhren da aus, damit man dann da oben... Ah, inventierte Kamera. Damit man dann da oben hinkommt. Oh, hier haben wir schon etwas bekommen, aber ignoriert das, das haben wir noch nicht bekommen. Habt ihr nie gesehen. So, hier hinten findet sich ebenfalls nochmal ein Orb. Und zack. Hier kommen wir nicht zurück, ne? Ne. Aber ich glaube, wir können da durchspringen. Oder können wir das? Ah, das ging noch mal. Ich glaube, es geht noch von der anderen Seite, weil wenn ich aus dem Wasser rausspringe, kann ich ja keinen Doppelsprung machen. Dann begeben wir uns zurück. So, aber mir fällt auf... Könnt ein bisschen Leben vertragen. Nein, 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 nein. Die Teile habt ihr nicht gesehen. Die existieren nicht. Noch nicht. Gut, ihr hättet die Kisten nicht kaputt machen sollen. Ich weiß nämlich, dass die Teile da drin sind. Das ist nämlich ein Spoiler für Teile, die hier neu kommen. Aber ignoriert das. Ich habe das nie eingesammelt. So, weg mit euch. Aua. So, aber warum gehe ich denn jetzt schon hier hoch? Ich muss doch noch da hinten hin. So, hier war der eine Orb. Eigentlich soll man hier auch noch nicht hin. Hier außen rum zu schwimmen ist auch nicht geplant vom Spiel, aber ist mir egal. So, die Metallschädel da ignorieren wir mal. Die sind nämlich verdammt stark. Ja, besser ziemlich weit außerhalb, weil Wasser können Metallschädel nicht ab. Und wenn wir dann hier außerhalb bleiben und uns nicht treffen lassen, ist alles gut. So, hier müsst ihr nochmal... Ah, schon wieder! Scheiße. So, genau, hier. Das sollte dann der letzte sein, den wir hier kriegen können. Und das heißt, wir verziehen uns wieder. Wieder einen weiten Bogen um die machen.
Ich meine, eigentlich ist es möglich, sie zu besiegen, aber keine Ahnung, wenn man sich treffen lässt, dann ziehen die zwei Lebensbalken ab und das macht nicht so wirklich Spaß, gegen die zu kämpfen. Egal, zu denen kommen wir noch. Jetzt machen wir erstmal das, weswegen wir eigentlich hier sind. Nach gefühlt 30 Minuten. Okay, wir haben gerade erstmal 10 Minuten, aber trotzdem. So, wir müssen nämlich hier oben hin. Hier geht es nämlich zum Hauptwasserventil, was Thorn angesprochen hat. Und das müssen wir öffnen, sonst werden die ganzen Slums verdursten. Das können wir natürlich als gutmütiger, vom dunklen Eco verseuchter Held nicht zulassen. So, eigentlich macht es keinen Sinn, das dunkle Eco noch zu sammeln, weil das lässt sich eh nichts mehr füllen. Aber wir werden den dunklen Jack natürlich erstmal aufsparen, denn es werden natürlich noch Stellen kommen, an denen wir ihn gut gebrauchen können und ihn... LOL, wo ist der Schädelstein hin? Was zur Hölle? Ah, da ist er. Was zur Hölle? Okay, ja, was wollte ich sagen? Genau, weil es werden noch ein paar Stellen kommen, wo wir den dunklen Jack noch gut gebrauchen können und es wäre nicht sinnvoll, ihn jetzt hier gegen diese Nichtskönner zu verschwenden. So. Ich glaube, um zum ersten Mal was mit den Schädelsteinen machen zu können, meine ich mich erinnern zu können, dass wir 25 brauchen. Die wir aber hier noch nicht bekommen können. Man kann diese Teile auch leider nicht farmen, weil wenn man die Metallschädel einmal tötet und sie dann einen Schädelstein hinterlassen haben, dann droppen sie den nicht nochmal. Also die Gegner respawnen zwar, wenn man das Gebiet verlässt und... Oh, bitte. Egal. Die Gegner respawnen zwar, wenn man das Gebiet verlässt, aber die Schädelsteine haben sie da nicht wieder. Das heißt, man kann sie nur einmal sammeln. Ist zwar irgendwie dumm, aber okay. Wir werden im Spiel noch genug Metallschädel treffen, denen wir ihre Schädelsteine aus dem Schädel rausreißen können. Aber... Naja, wir brauchen sowieso verdammt viele von denen. Wie gesagt, am Anfang nur 25, aber danach brauchen wir glaube ich schon 200. Und das ist schon eine größere Hausnummer. Und deswegen, weil man halt auch so viele braucht, finde ich es dumm, dass man sie nicht farmen kann, also dass sie nicht wieder auftauchen. So, weg mit dir. So, wir müssen doch gleich schon da sein. Da hinten müsste sich eigentlich schon das Ventil befinden. Zack. Weg mit euch. Gebt mir eure Schädelsteine. Sehr schön. Eigentlich kann man bis hierhin 10 haben, glaube ich. Aber halt, der eine ist ja runtergefallen. Das Ventil, in der Ja, tut mir leid, Dexter, aber es wird leider kein nächstes Mal geben. Denn das Ventil ist jetzt einmal offen und das bleibt auch so. Gut, dann begeben wir uns mal zurück zu Thorn und gucken mal, was er dazu zu sagen hat. So, ihr müsst da irgendwo ein Auto rumstehen. Die Autos, die kann ich übrigens nicht empfehlen, mit denen rumzufahren. Nimmt am besten immer nur die Zoomer. Weil diese komischen Autos, die sind vom Steuerung her echt nicht so geil. So, da haben wir schon einen Zoomer. Ist mir egal, ob das Sperrzone ist. Ich laufe hier rum, wenn ich hier rumlaufen will. Außerdem, hier laufen 3 Millionen Leute rum und der sagt, hier ist Sperrzone. Alles klar. Aua. So.
Und wenn man das erste Mal Schädelsteine eingesammelt hat, taucht dieses Symbol auf der Karte auf. Und wir können zu einem Orakel, das wir schon aus Jack 1 kennen. Aber hier hat es eine etwas andere Funktion. Sei gegrüßt, großer Krieger. Ich spüre dunklen Zorn in deinem Innern, der dich in den Wahnsinn treiben und vernichten wird. Nur die letzten Mächte der Precursor können dich retten. Zerstöre meine Feinde, jene Kreaturen, die ihr Metallschädel nennt. Bring mir 25 ihrer Schädelsteine. Dann lehre ich dich, diese Mächte zu kontrollieren. Genau, denn hier bekommen wir für Schädelsteine nämlich Fähigkeiten, die wir mit dem dunklen Jack ausführen können. Hier müssen wir ihn jetzt leider einmal aktivieren. Und ja, wir sind der dunkle Jack. Wie Dexter aussieht. Egal. Dann... Ey, mein Zuma ist weg. Wer hat den geklaut? Vor allem... Ah, schade jetzt. Wir mussten ihn einsetzen, sonst wären wir nicht hier rausgekommen. Dann, ah nein, es ist ein Auto, ich will kein Auto. Egal, dann müssen wir jetzt halt kurz mit dem Auto leben, bis wir, da ist schon eins. So, komm her. Nein. Nein! Jack, bitte. Hab ich's? Nein, ist auch, oh, bitte. Moment. So, jetzt. Okay. Ja, da bekommen wir für Schädelsteine Fähigkeiten für den dunklen Jack, die wir verwenden können. Das sind teilweise richtig heftige Fähigkeiten, womit man echt eine ganze Menge Feinde ausschalten kann. Also wirklich nur in richtigen Momenten verwenden. Weil da gibt es so einige Fähigkeiten, die wirklich einen ganzen Haufen ausschalten. Also wenn du umzingelt bist und eine von diesen Attacken machst, wird aber sofort alles um dich herum tot. Also selbst wenn 50 Gegner komplett um dich herum verteilt stehen, mit einer von diesen Attacken sind die einfach alle tot. Oh, da hätte ich schon wieder fast einen Gardisten gerammt. So, ich glaube, wir haben bis jetzt tatsächlich noch keinen Gardisten gerammt. Was ich, glaube ich, bis hierhin sogar noch nie geschafft habe. Aber ich möchte bitte so wenig wie möglich mit den Gardisten zu tun haben. In den Slums läuft das Wasser wieder. Wäre ja gern dabei, wenn der Baron das entdeckt, dann rollen Köpfe. Ja, er hat bestimmt schlaflose Nächte wegen dem Drecksloch der Stadt. Wir haben Wort gehalten. Also wann sehen wir endlich den Schatten? Du wirst ihn sehen, wenn ich es sage. Aber bevor ich überhaupt daran denke, müsst ihr euch noch um ein Munitionslager kümmern, das wir in der Festung identifiziert haben. Haufenweise Crimson-Wachen, ständige Patrouillen, aber die Festung ist verwundbar und der Untergrund braucht euch, um die Munition dort in die Luft zu jagen. Lasst nichts übrig, damit versetzen wir dem Baron einen Tiefschlag. Du schickst uns doch da rein, du Held! Was heißt da, wir versetzen ihm einen Tiefschlag? Ist schon okay. Ich will, dass der Baron weiß, dass ich ihm wehtue. Na dann, haben wir ja kein Problem damit, deine Aufträge auszuführen. Am Anfang läuft noch alles ziemlich träge und man kriegt noch nicht wirklich irgendwas von der Story mit. Aber glaubt mir, Leute, das wird noch. Also es wird teilweise noch richtig abgehen. Vor allem so ungefähr ab der Hälfte geht's richtig ab, was man da teilweise so alles erfährt. Aber darum kümmern wir uns jetzt noch nicht. Wir sind noch komplett am Anfang. Wir haben noch so gut wie nichts im Spiel geschafft. Und müssen erstmal die Drecksarbeit machen, bevor wir überhaupt den Boss treffen dürfen. Und yo. So, aber das hier wird auch wieder ein etwas längeres Areal. Also würde ich sagen, beenden wir an dieser Stelle. Daumen hoch, wenn es euch gefallen hat. Abonnieren, wenn ihr mich unterstützen wollt. Kommentare sind immer gern gesehen. Und ciao, Leute.